Furchterregend und provozierend ist oftmals die Präsentation des Heavy Metal. Die aktuellen Ausläufer dieses Stils nennen sich Speed Metal und Headbanger, eine Domäne der jungen und jüngsten Rockfans. Speed und Heavy Metal als Energieentladung, als Frustventil, wie das früher auch schon beim Rock'n'Roll der Fall gewesen ist. Heavy Metal ist auch die bevorzugte Musik der Fußballfans in der Südkurve der Stadien. Für keine andere Musikrichtung erscheinen so viele Magazine wie für den Heavy Metal. Die meisten dieser Magazine sind aber nichts anderes als Werbeblätter der Plattenindustrie. Auch dies mag ein Grund sein, warum der Heavy Metal solch enorme Verkaufszahlen erreicht. Viel Erfolg für eine Musikrichtung, die sich seit den frühen 70er Jahren kaum weiterentwickelt hat.